Zur Herstellung von Wasserstoff gibt es verschiedene Methoden. Die bekannteste ist die Elektrolyse, bei der Wasser mittels elektrischer Energie in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Florian Knabel beschäftigt sich in seiner Masterarbeit jedoch mit einer bisher deutlich weniger bekannten Methode, der sogenannten Methanpyrolyse. Was man da macht ist, man nimmt Erdgas, Hauptbestandteil eben Methan, und zerlegt das in seine atomaren Bestandteile. Die sind jetzt konkret eben der Wasserstoff und der Kohlenstoff. Das Verfahren gilt in Expertenkreisen als enorm zukunftsträchtig, vor allem aus zwei Gründen. Der erste Punkt ist, dass es energetisch deutlich günstiger ist als die Elektrolyse, dass also weniger Energie dafür aufgebracht werden muss, um Wasserstoff herzustellen. Und der zweite Vorteil ist, dass ich pro Tonne Wasserstoff, die ich produziere, 3 Tonnen Kohlenstoff gratis dazu kriege. Und dieser Kohlenstoff ist natürlich ein toller Rohstoff, mit dem man vieles machen kann. Und genau dort setzt die Masterarbeit von Florian Knabel an. Er hat die Strukturen des gewonnenen Kohlenstoffs untersucht und auf Anwendungsmöglichkeiten geprüft. Die Erkenntnis, die wir am Ende des Tages dann gewonnen haben, daraus ist, wir haben tatsächlich einen Kohlenstoff, er ist aber noch nicht hochrein. Anwendungen, die wir gesichtet haben, gehen in Richtung Landwirtschaft, wo man das zusammen mit Düngemittel auf den Feldern aufbringen könnte. Auch als Zusatzstoff im Betonbau könnte der Kohlenstoff in seiner jetzigen Form genutzt werden. Und an weiteren, modifizierten Anwendungsmöglichkeiten wird bereits intensiv geforscht. Wir versuchen, in diesen Kohlenstoff Bohren reinzukriegen, winzig kleine Bohren, den Kohlenstoff nanoporös zu machen, um dann was zu machen, um daraus einen Wasserstoffspeicher zu bauen. Also wir würden gerne den Kohlenstoff nutzen, um einen Wasserstoffspeicher zu bauen, sozusagen, wo wir dann das zweite Problem angehen, nämlich die Speicherung des Wasserstoffs. Der Ausbau der CO2-freien Stromproduktion aus Windkraft und Photovoltaik ist unerlässlich, um Österreichs Klimaziele zu erreichen. Doch die witterungsabhängige und damit volatile Einspeisung bedeutet eine ständig wachsende Herausforderung für die Stabilität der Energienetze. Unsere Energiesysteme verändern sich, weil einfach erneuerbare Energie viel günstiger wird, einfach in der Masse ankommt. Und wenn man das sozusagen ins System implementieren muss, dann müssen wir die Energienetze ganz anders denken, als das heute der Fall ist. Josef Steinecker hat deshalb in seiner Masterarbeit ein Simulationsmodell entwickelt, das nicht nur den künftigen Belastungsgrad der Netze je nach Ausbaustufe der erneuerbaren Energieformen berechnen kann, sondern die nötigen Optimierungsmaßnahmen gleich mitliefert. Ziel ist es, die energieträgerübergreifenden Elemente, die es gibt, zum Beispiel Power to Gas und Power to Heat und Heat to Power and Gas, und zum Beispiel Wärmepumpen richtig einzubinden und zu versuchen, die Lastspitzen, die durch die Erneuerbaren entstehen, so zu vermindern und dadurch das Netz zu schonen. Steineckers Ergebnisse zeigen, dass die Anpassung der Netzkapazitäten zwar bisher mit dem Ausbau des erneuerbaren Anteils Schritt halten konnte, es aber schon sehr bald deutlich mehr Strukturumrüstung brauchen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass auch mehr solche Elemente eingebaut werden müssen wie Wärmepumpen oder irgendwelche anderen Power-to-Gas-Elemente oder Speicher. Die Arbeit hat auch volkswirtschaftliche Bedeutung, denn der Ausbau der grünen Energieproduktion soll Österreich neben dem Erreichen der Klimaziele ja auch weniger Abhängigkeit von Strom- und Gasimporten bringen. Der größte Posten in der Außenhandelsbilanz in Österreich ist die Energie. Wir geben eine Riesensumme aus jedes Jahr für Energie, die wir importieren. Und wenn man da sozusagen auf Regionalität, auf dezentrale Energiesysteme setzt, dann wird es sozusagen auch diesbezüglich sich verändern. Es wird besser werden. Womit sich Lisa Marie Weniger in ihrer Masterarbeit beschäftigt, könnte eine neue Ära in der Hochleistungsmikroelektronik einläuten. Die Werkstoffwissenschaftlerin hat aus einer speziellen Gold-Silber-Silizium-Legierung ultradünne Beschichtungen im 10-Nanometer-Bereich entwickelt, die sich sowohl durch extrem gute elektrische Leitfähigkeit als auch durch hohe Flexibilität auszeichnen und erstaunliche Eigenschaften aufweisen. Das Besondere meiner Schichten ist jetzt die Anordnung der Atome. Also in herkömmlichen kristallinen Schichten, dann sind die Atome kristallin geordnet. In meinen Schichten allerdings sind die Atome ungeordnet und man spricht dann von einer amorphen Schicht. Möglich wird das vor allem durch das spezielle Herstellungsverfahren, das, vereinfacht ausgedrückt, den Atomen durch ein extrem schnelles Abkühlen nicht genug Zeit lässt, um sich wie gewohnt anzuordnen. Und sie bleiben dann sozusagen so liegen, wie wir sie hinaufgeschmissen haben im Endeffekt. Das ist ein sehr chaotischer Prozess, kann man sich so vorstellen. Die Atome fliegen darauf,
bleiben kleben und können sich nicht mehr bewegen. Der große Vorteil: im Gegensatz zu kristallinen Schichten behalten die amorphen Schichten auch im ultradünnen Bereich die volle elektrische Leitfähigkeit und sind zudem enorm belastbar. Um das kurz zu fassen, kann man sagen, dass metallische Gläser sind härter als Stahl. Die sind elastisch wie Polymere. Und bei höheren Temperaturen kann man die leicht verformen. Wir können das auch zyklisch ganz oft machen, was zum Beispiel beim flexiblen Handy wichtig wäre. Man biegt das tausende Male auf und zu und unsere Schichten zeigen dabei keinen Verlust in den Eigenschaften, keine Verformung. Wir stehen da am Beginn einer Revolution. Denken Sie gerade an Dinge wie zum Beispiel die Leistungselektronik, wie wir sie für die E-Mobility brauchen. Denken Sie an die Medizintechnik. Denken Sie an das Internet of Things, das in der Startposition steht. Noch ist die Produktion nicht serienreif, doch die Gespräche mit mehreren Industriepartnern haben bereits begonnen.